Eigentlich sollten heute der Papst, seine Frau und sein Porsche spielen. Die Band ist leider verhindert. Ich bin der Manager und bin das schon gewohnt, dass ich die Band dann öfters live vertreten muss, weil die zu viel Drogen nehmen und da nicht zu gebrauchen sind oder einfach nicht zur Arbeit erscheinen. Man weiß gar nicht, wozu man die Leute hat. Der Fachkräftemangel macht sich halt überall bemerkbar. Also diese fantastische Band, der eigentlich diese Songs auf den Leib geschrieben wurden, heißt Der Papst, seine Frau und sein Porsche. Und jetzt könnte ich mir überlegen, ob ich noch ein Lied habe. Wollt ihr noch ein Lied hören? Ja. Mach ich noch eine Ballade, die ist ein bisschen traurig. Nee, doch mein Platz verloren. Es wurde lang und hart verhandelt, die Nacht wurde oft zum Tag. Und nach wochenlangem Tauziehen steht jetzt endlich der Vertrag. Noch grünes Licht vom Anwaltsteam und jetzt wird unterschrieben. Und er hat es geschafft, die Butter ist auf seinem Brot geblieben. Die Kosten, die Preise, die Lieferfristen, die Finanzierung, die Konditionen, die Details in den Formulierungen, die Verhandlungspositionen. Der Markt hat wie immer das letzte Wort, was er hergibt und was nicht. Und der Manager steckt sich die lang ersehnte Zigarette ins Gesicht und bekommt ein Glas Champagner von einer der Hostessen. Und jetzt kann er seine Arbeit endlich mal bis morgen früh vergessen. Er ist auch ein Mensch, aber Menschen haben keine Lobby. Und so bleibt das mit dem Menschsein wahrscheinlich immer nur so ein Hobby. Er ist auch ein Mensch, da geht's ihm wie den meisten. Aber das kann man sich heutzutage leider als Profi kaum noch leisten. Die Maschinen laufen rund um die Uhr, so gut ist die Industrie. Es gibt einen neuen Investor mit einer neuen Technologie. Ein paar Kollegen traf der Rotstift, das ist natürlich schade, aber ging wahrscheinlich nicht anders, der Wettbewerb kennt keine Gnade. Jeder, der noch am Fließband steht, klotzt jetzt natürlich doppelt ran. Er klotzt, weil er weiß, dass man nur außer Klotzen nichts machen kann. Er hat jetzt im Moment kalt die Nase vorn, er ist flexibel, er ist just in time. Aber sonntags hat er noch frei und bleibt daheim. Und wenn das Wetter es dann zulässt, geht er mit den Kindern raus. Und dann grillen sie zusammen im Garten hinterm Haus. Er ist auch ein Mensch, aber Menschen haben keine Lobby. Und so bleibt das mit dem Menschsein wahrscheinlich immer nur so ein Hobby. Er ist auch ein Mensch, da geht's ihm wie den meisten. Aber das kann man sich heutzutage leider als Profi kaum noch leisten. Bomben sind alle gefallen, die Menschen sind alle tot. Nur ein kleines, altes Mütterchen sitzt in den Ruinen und beweint ihre Not. Jetzt kommen die Bodentruppen vorbei, Soldaten in voller Montur. Und einer von ihnen schaut einmal kurz auf die Uhr. Sie sind 30 Sekunden dem Plan voraus, da reicht die Zeit für eine nette Geste. Ey Oma, schade um das schöne Haus, aber weste. Ich
bin auch ein Mensch wie du. Ich brauch auch das Geld für tanken. Wir hast ein Stück Schokolade, das bringt dich vielleicht auf andere Gedanken. Jetzt muss ich zurück ins Kommando, wir müssen weiter, wir haben keine Zeit. Und der Soldat zieht weiter, denn Soldaten sind allzeit bereit. Er ist auch ein Mensch, aber Menschen haben keine Lobby. Und so bleibt das mit dem Menschsein wahrscheinlich immer nur so ein Hobby. Er ist auch ein Mensch, da geht's ihm wie den meisten. Aber das kann man sich heutzutage leider als Profi kaum noch leisten. Dankeschön. Okay, ich glaube, ich werde bald die Bühne räumen, zur Verfügung stellen. Was sagt denn der Stage Manager dafür? Ah, jetzt ist ein Redebeitrag eingeplant. Okay, dann übergebe ich das Mikro mal an den Redebeitrag. Wer macht den denn? Gonzalo von Seebrücke macht. Bitte sehr. Danke sehr.